Hi Leute, ich bin Albert von WindowsArea.de und wir haben es wahrscheinlich alle schon mal erlebt. Einen Bluescreen. Seit Windows 8 sehen die zwar deutlich freundlicher aus und wir haben nicht mehr diesen gruseligen blauen Hintergrund mit weißem, unverständlichen Text, sondern wir haben jetzt ein trauriges Smiley, aber dafür einen QR-Code sowie einen Stopcode rechts daneben. In diesem Video sehen wir uns an, was einen Bluescreen verursacht, wie wir die Probleme beheben können und auch, wie ihr Daten wiederherstellen könnt, wenn sie nach einem Bluescreen eben verloren gegangen sind. Wenn ihr nur einen gewissen Teil dieses Videos braucht, dann findet ihr unten in der Beschreibung auch die Timestamps, wo ihr dann zu einem gewissen Teil in diesem Video springen könnt. Fangen wir erstmal dort an, wo ihr wohl gerade seid. Ihr habt soeben einen Bluescreen gesehen. Aber keine Panik. Egal, ob euer PC jetzt bis zum Desktop starten kann oder jedes Mal beim Neustart abstürzt, es gibt für alles eine Lösung. Bevor ich euch die aber zeige, ist es meiner Meinung nach wichtig zu verstehen, warum Bluescreens überhaupt auftreten. Da gibt es in Wahrheit drei große Gründe: beschädigte Systemdateien, beschädigte Treiber oder beschädigte oder falsch konfigurierte Hardware. Ich gehe auf alle Punkte noch genauer ein, will aber mit der Hardware anfangen. Wenn ihr gerade eure Grafikkarte übertaktet habt, bei eurem Prozessor Undervolting betrieben habt oder euren Arbeitsspeichertakt umgestellt oder irgendwelche Komponenten aus eurem Computer irgendwie aufgerüstet habt oder getauscht habt und es dann zu einem Bluescreen gekommen ist, dann ist wahrscheinlich die getauschte Hardware die Ursache dafür. Besonders dann, wenn ihr eure Grafikkarte oder den Arbeitsspeicher übertaktet habt und es dann beim Spielen zu einem Bluescreen kommt, habt ihr es womöglich mit dem Übertakten übertrieben. Macht die Änderungen rückgängig und probiert es dann mit einem niedrigeren Takt aus. Das betrifft vielleicht den Normalnutzer weniger, vor allem dann nicht, wenn ihr bei eurem PC noch nie etwas verändert habt. Ich sage es nur zu Beginn dazu, weil es gibt viele junge Gamer, die es cool oder irgendwie interessant finden, ihren PC zu übertakten, aber nicht ganz hundertprozentig sicher sind, was sie da eigentlich gerade tun. Ist gar kein Problem, aber wenn dann ein Bluescreen auftritt bei dem Overclock oder wenn es ein übertakteter PC unter Last ist, dann ist die Grenze erreicht und da solltet ihr euren Takt lieber etwas zurückschalten. Wenn euch das nicht betrifft, dann weiter zum nächsten Punkt. Der in Wahrheit nämlich häufigste Grund für Bluescreen sind beschädigte Systemdateien. Das kann ganz einfach durch ein Windows-Update passieren, aber auch durch ein fehlerhaftes Programm. Wenn dabei irgendwelche Systemdateien korrumpiert werden, kann es leicht dazu kommen, dass Windows abstürzt und einen Bluescreen anzeigt. Wenn diese Systemdateien nur bei gewissen Aufgaben abgerufen werden, dann kann es sein, dass das System eben nur dann abstürzt, wenn diese Dateien abgerufen werden. Wenn aber diese beschädigten Dateien für den Systemstart notwendig sind, kommt ihr womöglich wegen eines Bluescreens nicht einmal mehr zum Login. Auch hierfür werden wir euch eine Lösung zeigen. Und zuletzt können noch fehlerhafte Treiber dafür sorgen, dass euch ein Bluescreen angezeigt wird. Wenn ihr einen falschen oder inkompatiblen Treiber installiert habt, dann könnte ein Absturz die Folge sein. Meistens hat dies mit einem neuen Windows-Update zu tun und euer alter Treiber funktioniert damit eben nicht. Auch über mögliche Lösungen in diesem Zusammenhang werden wir in diesem Video reden. Reden wir nun über mögliche Lösungen und ich begebe mich dafür in eure Situation. Wir haben also gerade einen Bluescreen gesehen und ich gehe vom Schlimmsten aus. Wenn ihr euren PC startet, taucht ein Bluescreen auf und ihr kommt nicht einmal mehr zum Desktop. Der PC stürzt ab und startet neu. Wieder und wieder. Wichtig ist, dass ihr euch jetzt den Bluescreen abfotografiert oder euch aufschreibt, welcher Code hier steht. Wenn ihr im Google einfach mal Windows 10 Bluescreen und dann die Fehlermeldung eingibt, findet ihr im Normalfall einige hilfreiche Artikel zu dem Thema mit möglichen Lösungen. Oftmals versteht man aber aus den Anleitungen nicht ganz, was die jetzt eigentlich von einem wollen und wo man genau was eingeben soll, wo man klicken muss, und darum habt ihr ja uns. Wir zeigen euch alle möglichen Lösungen, damit ihr euch im Falle eines Bluescreens zurechtfindet. Ganz als erstes steckt ihr alles von eurem Computer ab, was nicht benötigt wird. Um diesen zu betreiben, steckt also alle USB-Sticks ab, die ihr dran stecken habt, also auch so Netzwerksticks braucht ihr jetzt erstmal nicht. Docks und Dongles entfernt ihr alle. Ihr braucht jetzt nur Tastatur und Maus. Ihr startet euren Computer und sobald das Windows-Logo auftaucht, drückt ihr den Ein-Ausschalter für etwa 10 Sekunden und dann schaltet ihr ihn wieder ein. Und das macht ihr wieder, wenn das Windows-Logo kommt, schaltet ihr den PC über den Ausschaltknopf aus. Und das macht ihr dann noch ein drittes Mal. Denn dann sollte das Menü zur automatischen Reparatur von Windows 10 aufscheinen. Hier geht ihr dann zur Problembehandlung und dann zu den erweiterten Optionen.
Von hier aus beginnt unsere Reise mit der Fehlerbehebung. Wenn bei euch die Systemwiederherstellung konfiguriert ist, dann ist die Wiederherstellung auf eine vorherige Version von Windows 10 immer eine gute Idee. Ihr geht dazu in diesem Menü einfach auf Systemwiederherstellung. Hier solltet ihr ein Programmfenster sehen, wo die Systemwiederherstellungspunkte angezeigt werden. Hier wählt ihr dann idealerweise das letzte Datum, wo Windows 10 noch korrekt funktioniert hat bei euch. Die Systemwiederherstellung setzt euren Computer dann auf jenen Stand zurück, wo der PC zu diesem Zeitpunkt eben war. Eure neu erstellten Dateien sind davon nicht betroffen und sie bleiben gespeichert. Aber Programme, die ihr seitdem installiert habt, werden verschwinden. Das ist kein übler Deal, finde ich, wenn dafür euer Computer wieder funktioniert. Wenn ihr die Systemwiederherstellung nicht konfiguriert hattet, dann habt ihr damit leider kein Glück. Da müssen wir andere Lösungen suchen und zur Reparatur greifen. Wenn das nicht geklappt hat, besteht der nächste Schritt darin, beschädigte Systemdateien zu reparieren. Hier müssen wir wieder in dieses Neustartmenü gelangen, welches sich immer wieder öffnen sollte, wenn der Windows-Start dreimal abgebrochen wird. Jetzt geht ihr hier zum Punkt Eingabeaufforderung. Und hier geben wir jetzt sfc/scannow ein und drücken die Eingabetaste. Jetzt wird Windows eure Systemdateien nach Fehlern durchsuchen und bei eventuell gefundenen Fehlern diese aus dem Windows-Image heraus reparieren. Sofern Fehler gefunden werden, also wenn da steht, vom Windows-Ressourcenschutz wurden beschädigte Dateien gefunden, dann solltet ihr den Befehl noch zwei oder dreimal ausführen, bis eben die Systemreparatur keine weiteren Fehler findet. Wenn ihr jetzt euren PC neu startet und er auf Dauer ohne Absturz läuft, dann müsst ihr jetzt nichts weiter tun. Wenn es aber dennoch zu Schwierigkeiten kommt, dann schaut einfach dieses Video weiter. Jetzt blicken wir einen Schritt weiter und sehen uns an, wie wir zum Desktop gelangen, um mögliche Probleme zu beheben, die für Bluescreens sorgen könnten. Wenn ihr ohne Probleme zum Desktop kommt, dann müsst ihr euch diesen Teil nicht ansehen. Wenn aber ein Bluescreen das verhindert, dass ihr zum Desktop kommt, dann müsst ihr hier leider durch. Wir gehen wieder in dieses Reparaturmenü zurück. Dort gehen wir nun zu den Punkt Starteinstellungen. Und da klicken wir auf Neustart. Nach dem Neustart bietet euch das System neuen Startoptionen an. Hier wählt ihr die vierte Option, also Enable Safe Mode. Und dafür gebt ihr dann in der Tastatur die Nummer 4 ein oder ihr tippt auf die F4-Taste. Nach dem Neustart loggt ihr euch jetzt ganz normal in euren Account ein. Windows 10 ist jetzt im sicheren Modus. Es gibt also kein Wallpaper, die Treiber sind alle irgendwie zurückgesetzt und es gibt auch kein Internet und die Auflösung ist auch nicht ganz normal. Der abgesicherte Modus soll eben möglichst jede Fehlerquelle ausschließen. Dafür ist er ja da. Von hier aus könnt ihr eine ganze Reihe Dinge tun. Es kommt aber echt darauf an, was für eine Fehlermeldung am Anfang zu sehen war. Wenn ihr den Code vorher gegoogelt habt und ihr herausgefunden habt, dass es was mit einem Windows-Update zu tun hat, dann müsst ihr das betreffende Windows-Update deinstallieren. Wenn es ein Treiberproblem ist, dann den betreffenden Treiber deinstallieren oder eben aktualisieren. Und wenn es ein spezielles Programm ist, das den Bluescreen verursacht, so wäre es doch klug, das Programm einfach zu deinstallieren oder zu entfernen eben. Und ich zeige euch jetzt alles, wie das Ganze geht. Der häufigste Grund für Bluescreens sind tatsächlich fehlerhafte Windows-Updates. Egal, ob ihr zum Desktop reinkommt oder nicht, Windows-Updates sorgen immer wieder mal für Bluescreens. Und wie man diese deinstalliert, das zeige ich euch jetzt. Eröffnet zuerst die Einstellungen von Windows 10. Das geht auch über die Tastenkombination Windows und I. Dann geht ihr zu Update und Sicherheit und hier scrollt ihr dann runter zu Update-Verlauf anzeigen. Ganz oben findet ihr dann hier die Option Updates deinstallieren. Wenn ihr also wisst, dass ein gewisses Update bei eurem PC für Probleme sorgt, dann klickt ihr da rechts auf dieses Update und klickt auf Deinstallieren. Das könnt ihr nun auch für mehrere Updates tun, wenn diese als problematisch gelten. Dann startet ihr den PC neu und wenn die Updates das Problem verursacht hatten, dann sollte es jetzt weg sein. Jetzt sollte euer PC auch ohne Bluescreens weiter funktionieren. Idealerweise solltet ihr hier übrigens dann eine Update-Pause einlegen, wenn Microsoft diese Aktualisierung noch nicht verbessert hat oder das Problem dann weiter besteht. So verhindert ihr eben, dass dieses Update dann nicht wieder neu installiert wird. Aber was, wenn es ein Treiber ist? Wenn Treibersoftware für Bluescreen sorgt, seid ihr bestens beraten, das Gerät einfach zu deinstallieren. Der schwierigste Teil ist hier zu wissen, welcher Treiber daran schuld ist. Das gibt meistens die Fehlermeldung vom Bluescreen her und wenn nicht, müsst ihr wahrscheinlich die Suchmaschine eures Vertrauens bemühen. Ich hätte an dieser Stelle gerne bessere Nachrichten für euch, aber ich kann euch wirklich keine Ferndiagnose machen. Wenn ihr aber wirklich nicht weiterkommt, könnt ihr uns gerne auf Discord beitreten. Der Link ist in der Beschreibung und dort im Support-Kanal eure Fragen stellen, wo euch dann eine kompetente und hilfsbereite Community helfen wird. Und jetzt auch ganz ohne weitere Umschweife zurück zum Video. So deinstalliert ihr einen Treiber.
Ihr öffnet das Startmenü und schreibt Gerätemanager rein. Den öffnet ihr jetzt. Dann suchen wir in der Liste unser Gerät, welches wir deinstallieren möchten. Wenn die Grafikkarte Probleme macht, dann deinstallieren wir deren Treiber. Wenn es ein anderes Gerät ist, dann eben jenes. Es kommt eben echt darauf an, was für ein Problem euer PC hat. Wir erweitern also das betreffende Gerät und machen einen Rechtsklick. Und wir klicken dann auf das Gerät Deinstallieren. Das ist dann auch schon abgeschlossen. Klickt auf OK und wenn ihr dann euren PC wieder neu startet, installiert eine passende Version des Treibers für euer Gerät. Es kann sein, dass der Hersteller auf seiner Website bereits neuere Treiber anbietet, als sie zum Beispiel unter Windows Update zur Verfügung stehen. Und zuletzt könnte noch ein Programm schuld sein. Das könnt ihr dann einfach deinstallieren. Das geht auch ganz einfach. Geht in die Einstellungen und dann zu Apps. Hier seht ihr dann eine Liste an installierten Programmen. Gebt in der Suche das betreffende Programm ein oder sucht es euch händisch aus der Liste aus. Klickt dann darauf und geht auf den Knopf Deinstallieren. Folgt den Anweisungen am Bildschirm, bis das Programm schließlich weg ist. Und so, meine lieben Damen und Herren, behebt man einen Bluescreen. Wenn all diese Rettungsmethoden nichts mehr bringen und ihr sicher seid, dass eure Hardware nicht defekt ist, ihr alle inkompatiblen Treiber, Updates und Programme deinstalliert habt, dann gibt es echt wenig, was eure Windows-Installation jetzt noch retten kann. Wenn ihr trotz all dieser Schritte nirgendwo hinkommt und ihr trotzdem entweder regelmäßig Bluescreens bekommt oder ihr wirklich gar nicht ins System kommt, dann ist es an der Zeit, eure Daten in Sicherheit zu bringen. Um die Daten zu retten, verwenden wir in diesem Fall das Programm Recoverit. Dafür benötigt ihr einen anderen, funktionierenden Computer sowie einen USB-Stick. Das Programm könnt ihr über den Link in der Beschreibung herunterladen und auf eurem Computer installieren. Im kostenpflichtigen Standardpaket des Programms könnt ihr dann hier unten links die Daten von einem abgestürzten Computer wiederherstellen auswählen. Steckt nun einen USB-Stick an und geht auf Starten. Jetzt wählt ihr den USB-Stick aus, welchen ihr vorher angesteckt habt. Dieser USB-Stick wird komplett formatiert, also passt auf, dass ihr da nicht schon vorher irgendwelche wichtigen Daten drauf habt. Jetzt werden wir diesen USB-Stick auf dem Computer booten, den wir nicht mehr starten können. Wir müssen dazu ins Bootmenü gelangen und dort unseren USB-Stick auswählen. Ihr drückt dabei eine spezielle Taste, während der PC startet. Das ist aber von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Wir haben euch aber eine Tabelle eingefügt, was es euch leichter machen sollte, ins Bootmenü zu gelangen. Dann wählen wir den USB-Stick aus und wir kommen in dieses Recovery-Menü. Hier können wir die gesamte Festplatte klonen, wozu wir eine Menge Speicher benötigen würden, oder einfach unsere Daten retten. Wir wählen die rechte Option aus und ihr wählt nun also das Laufwerk aus, welches ihr wiederherstellen möchtet. Und Recoverit scannt automatisch nach Dateien. Wenn der Scan dann abgeschlossen ist, könnt ihr eure Dateien auswählen, die ihr retten wollt, und diese werden dann auf dem USB-Stick gesichert. Wenn also alle Stricke reißen und alle Bluescreen-Lösungen, die wir euch vorher gezeigt haben, nichts mehr bringen, dann könnt ihr die Daten immer noch hiermit retten. Was aber immer hilft bei einem Bluescreen, das ist eine Neuinstallation. Wir haben eine Anleitung für eine Clean Install jetzt in der Infokarte für euch verlinkt und die solltet ihr euch auf jeden Fall ansehen, um eure Probleme zu beheben. Eine frische Installation von Windows 10 sorgt dafür, dass euer Rechner wieder problemlos läuft und die Probleme, die wir vorher beschrieben haben, dann wahrscheinlich behoben worden sind. Wenn euch das Video geholfen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen hoch freuen und natürlich auch ein Abo für unseren Kanal, wenn ihr noch mehr Tipps, Tricks und Tests rund um das Thema Windows 10 sehen wollt. Ich sage jedenfalls vielen Dank fürs Zusehen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.